Hallo und herzlich willkommen zu Plenum TV, Ihrem monatlichen Magazin rund um Bayerns Politik hier bei Oberpfalz TV. In unserer September-Ausgabe beschäftigen wir uns mit dem Rücktritt von Staatskanzleichefin Christine Haderthauer und der Ernennung von Ulrike Schaaf zur neuen Umweltministerin. Außerdem hat Bayern jetzt einen Notfallplan, durch den die Flut an Asylbewerbern aufgefangen werden soll. Doch beginnen wollen wir mit unserem Abgeordnetenporträt in 100 Sekunden. Wenn man sich für die Menschen in seiner Heimat, für seine Heimat einsetzen kann, das ist für mich auch ja, Lebensinhalt geworden. Tobias Reis, 46 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder und Abgeordneter im Bayerischen Landtag. Die Familie ist für mich ja, der Lebenszweck, der Lebensinhalt. Wenn ich jetzt heute früh wieder weggefahren bin, von meiner kleinen Tochter nochmal geherzt wurde, die immer sagt, sag doch deine Termine ab, damit du mehr daheim sein kannst. Wenn man mit der Frau, mit den Kindern unterwegs sein kann, es gibt nichts Schöneres. Ich habe mich schon immer gerne engagiert vor Ort. Ich habe eine Theatergruppe gegründet, ich war in der katholischen Jugendarbeit, ich war Oberministrant. Und wenn man dann so in der Jugendarbeit unterwegs ist, dann will man natürlich auch ein bisschen Politik machen, ein bisschen sich einmischen. Da kam der Gemeinderat dann dazu und so kommt halt ein Schritt nach dem anderen, Kreistag bis hin jetzt zum Landtag. Und wenn man sich für die Menschen in seiner Heimat, für seine Heimat einsetzen kann, das ist für mich auch ja, Lebensinhalt geworden. 30 Jahre kommunalpolitische Erfahrung. Und so ist es nicht verwunderlich, dass Tobias Reis trotz seiner Arbeit im Bayerischen Landtag noch immer Mitglied des Gemeinderats seiner Heimat Brand und des Kreisrats Tirschenreuth ist. Mein Kernanliegen ist meine Heimat. Ich vertrete die nördliche Oberpfalz, den Landkreis Tirschenreuth-Neustadt im Landtag und ich will, dass wir alles tun, damit wir uns hier in der nördlichen Oberpfalz gut weiterentwickeln. Der September sollte Bayerns Politikern eigentlich noch der Erholung dienen. Doch gleich zu Beginn tritt Staatskanzleichefin Christine Haderthauer zurück. Marcel Huber übernimmt kurzerhand ihr Amt und die bis dato noch unbekannte Ulrike Schaaf wird neue Umweltministerin. Früher als gedacht versammelten sich Bayerns Politiker im Landtag. Der Grund? Christine Haderthauer. Fast ein Jahr war sie Leiterin der Staatskanzlei, dann reichte sie ihren Rücktritt ein. Eine Entscheidung, die für die Opposition viel zu spät kommt. Deshalb besteht auch die Landtags-SPD auf einen Untersuchungsausschuss. Wie kann es eigentlich sein, dass Privatpersonen Gewinne rausziehen aus einer im Prinzip staatlichen Institution? Und natürlich muss auch die Frage beleuchtet werden, inwiefern hat Frau Haderthauer die Staatskanzlei missbraucht für private Zwecke? Haderthauers Rücktritt ist der sogenannten Modellauto-Affäre geschuldet. Hier ermittelt die Staatsanwaltschaft wegen Betrugsverdacht gegen die CSU-Politikerin. Ihren Posten an der Spitze der Bayerischen Staatskanzlei übernahm kein Unbekannter. Marcel Huber war bereits 2011 ein halbes Jahr lang Leiter der Staatskanzlei. Herr Huber ist ein seriöser Politiker, der über Parteigrenzen hinweg geschätzt wird. Deshalb ist, wenn man diese Stelle denn nachbesetzen möchte, ist diese Vakanz ordentlich besetzt worden. Die Überraschung des Monats dürfte wohl die Leitung des Ministeriums für Umwelt- und Verbraucherschutz sein. Hier wurde Ulrike Schaaf, eine 46-Jährige aus Erding, von Horst Seehofer auserwählt. Sie galt bisher eher als unauffällig. Ja, ich danke vor allen Dingen dem Herrn Ministerpräsidenten Horst Seehofer für dieses große Vertrauen meiner Fraktion, die wirklich großes Vertrauen auch in mich setzt. Und ich habe nicht damit gerechnet, die Überraschung ist natürlich da, aber ich freue mich unheimlich auf diese neue Aufgabe, auf diese neue Herausforderung und werde mit großer Leidenschaft eintreten. Ich denke, dass ich eine gewisse Phase brauche, um die Themen in ihrer Vielfältigkeit, die dieses Ministerium bietet, einfach aufnehmen kann. Frau Schaaf ist bislang nicht aufgefallen durch fachpolitische Initiativen im Bereich der Umweltpolitik. Sie war noch nicht mal Mitglied der entsprechenden Fachgremien in der CSU-Fraktion oder in der CSU-Partei. Deshalb ist diese Personalfrage eine echte Überraschung. Hier müssen sachfremde Erwägungen eine Rolle gespielt haben. Die bislang erworbene Kompetenz hat sicherlich keine Rolle gespielt. Die gelernte Bankkauffrau und Diplombetriebswirtin gehörte bereits von 2006 bis 2008 für den Stimmkreis Erding dem Bayerischen Landtag an. Nach einer Unterbrechung erhielt Schaaf im vergangenen Herbst das Mandat erneut. Die 46-Jährige ist seit 2011 Schatzmeisterin der CSU und Präsidiumsmitglied.
der nachhaltige Umgang mit Ressourcen, die Bewahrung der Schöpfung, die Sicherung unserer Lebensgrundlagen, das ist die Richtschnur, in der ich mich bewegen möchte. Und für meine Begriffe ist Ökologie und Ökonomie in sich überhaupt kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Ich glaube, dass man hier mit Anreizkultur statt Ordnungsrecht und mit Kooperation statt Konfrontation auf dem richtigen Weg ist. Die Berufung Scharfs ins Kabinett war da nur eine Formsache. Schließlich hält die CSU die Mehrheit im Bayerischen Landtag. Für den CSU-Fraktionsvorsitzenden Thomas Kreuzer ist der Ablauf der Geschehnisse regulär und auch nachvollziehbar. Er steht hinter den Entscheidungen des Ministerpräsidenten, anders als manche Abgeordnete. Wie sehen Sie denn die Ernennung von Marcel Huber zum Staatskanzleichef? Ist das eine gute Wahl? Er hat es ja schon mal gemacht. Das ist eine sehr gute Wahl, eine ganz starke Besetzung. Marcel Huber war ja mein Vorgänger als Staatsminister in der Staatskanzlei. Er hat dies bereits gemacht, er hat dies gut gemacht. Nun ist ja der Posten des Staatskanzleichefs in sehr kurzer Zeit sehr häufig vergeben worden. Ist das so quasi der Feuerwehrstuhl? Es war so, dass die Inhaber jeweils für andere Ämter gebraucht worden sind, teilweise außerhalb der Politik, in meinem Fall als Fraktionsvorsitzender. Also keiner, der Minister ist irgendwie gescheitert, sondern er ist anderweitig in der Politik gebraucht worden. Der Staatskanzleichef ist genau wie der Fraktionsvorsitzende ein Generalist, der muss sich mit allen Politikfeldern befassen und ist somit natürlich auch vielseitig einsetzbar. Ich hoffe aber jetzt, dass wir ein paar Jahre, nämlich diese Periode, beim Staatskanzleichef Huber bleiben. Dies ist auch ein gewisses Zeichen der Kontinuität und dies wäre auch im Interesse des Ministerpräsidenten natürlich. Kommen wir mal zu seiner Nachfolgerin, der Frau Ulrike Scharf. Was waren denn jetzt hier die Kriterien dafür, dass sie ausgewählt wurde? Ulrike Scharf ist bereits das zweite Mal im Landtag. Sie ist in der vorletzten Periode nachgerückt und dieses Mal direkt gewählt worden. Das heißt, sie hat eine gewisse politische Erfahrung. Es ist auch klar, dass wir versuchen, dass beide Geschlechter im Kabinett angemessen vertreten sind. Frau Hadertauer ist ausgeschieden und eine Frau ist nachgerückt, sodass sich dies nicht verändert hat. Ich kenne sie mit Führungsqualitäten. Sie kommt aus einem mittelständischen Betrieb. Sie hat Betriebswirtschaft studiert. Sie hat diesen Betrieb mitgeleitet. Und ich traue ihr zu, ein Ministerium zu führen. Darauf kommt sie in erster Linie an. Und sie wird sich auch sehr schnell noch näher in die entsprechenden Umweltthemen einarbeiten. Da bin ich mir sicher. Ich bin mit der Wahl des Ministerpräsidenten sehr zufrieden. Vielen Dank, Thomas Kreuzer von der CSU. Ja, Frau Hadertauer wäre ja sicherlich nicht zurückgetreten, wenn Sie und der Ministerpräsident der Überzeugung gewesen wären, dass Sie alles richtig gemacht haben. Und ich meine, man kann noch bevor ein Untersuchungsausschuss mit seiner Arbeit beginnt, jetzt schon sagen, dass es unmöglich war, wie Frau Hadertauer, aber auch der Ministerpräsident mit dieser Affäre umgegangen ist, weil es ist eine Affäre. Dann, wenn eine Ministerin jahrelang Geschäfte macht, die anrüchig sind, weil Insassen einer Maßregelvollzugseinrichtung genutzt werden, um private Gewinne zu machen. Das ist eine Affäre. Sie hat hier gute, richtige Akzente gesetzt und auch umgesetzt. Letztendlich hat sie sich entschieden, sich voll und ganz dem Ermittlungsverfahren zu widmen und eben hat den Rücktritt dann erklärt. Es ist zunächst einmal zu klären, was ein Untersuchungsausschuss überhaupt für einen Gegenstand haben soll. Es ist zwar groß angekündigt worden von allen Oppositionsparteien, dass ein Untersuchungsausschuss beantragt wird. Bis heute liegen keine Anträge vor. Man wird sehen, welche Themen der Untersuchungsausschuss überhaupt besetzen soll, haben soll. Ich denke nicht, dass es die Amtsführung von Frau Hadertauer sein kann und auch nicht sein wird. Ebenso wenig ihre Tätigkeit in einer Gesellschaft vor der Tätigkeit als Staatsministerin. Kommen wir zum zweiten Thema, das die Abgeordneten im September beschäftigte, nämlich der Ansturm der Asylbewerber. Damit hatte Bayern nicht gerechnet. Etwa 12.500 Flüchtlinge waren es schon im ersten Halbjahr. Die zwei Erstaufnahmeeinrichtungen in Zirndorf und München platzen aus allen Nähten. Dass dies so kommen werde, ja, davor will die Opposition schon vor Jahren gewarnt haben. Nun will Sozialministerin Emilia Müller mit einem Notfallplan wieder Herrin der Lage werden. Und hierfür ist wichtig ein Dreiklang. Ich will das nochmal sagen, ein Dreiklang. Ansonsten gehen uns die Leute nicht mit. Zum einen
Die ungerechtfertigte Einreise muss verhindert werden. Der zweite Punkt ist die Durchsetzung der Ausreisepflicht. Und der dritte Punkt ist die Hilfe für die zu Recht bei uns Schutzsuchenden. In Sachen Flüchtlingspolitik hat Bayerns Sozialministerin Emilia Müller klar definierte Ziele. Auf der Sondersitzung im Bayerischen Landtag wollte sie dem Sozialausschuss Rede und Antwort stehen. Dafür verließ sie sogar vorzeitig den Asylgipfel in der Staatskanzlei. Die Opposition nutzte diese Gelegenheit, um der Regierung mangelnde Aufklärung und zu spätes Handeln vorzuwerfen. Die Experten haben davon geredet. Schaut man die Tagesschau an, hätte man wissen müssen, dass es noch höhere Zugangszahlen gibt. Und das Land Bayern hat sich auf diese Situation nicht eingestellt. Sie haben in der Asylpolitik vollkommen versagt. Und derzeit, das kann ich eigentlich nicht als Krisenmanagement bezeichnen. Das sind für mich eigentlich wirklich außerordentlich fragwürdige Last-Minute-Actions. Langfristig hat die CSU in Bayern vollkommen ignoriert, dass Deutschland und damit auch Bayern ein Einwanderungsland ist. Wir müssen schauen, wie wir schnell das jetzt lösen. Also das Problem sind Baugenehmigungen für Erweiterungen, sind Ausschreibungsverfahren. Wir sind die Politiker. Wir müssen diese Verfahren endlich genehmigen und verkürzen und das Sonderwege finden. Für die CSU scheinen diese Vorwürfe ungerechtfertigt. Schließlich sei die Situation erst seit Kurzem dermaßen extrem. Frau Weikert, wenn Sie sagen, seit 2008 ist diese Entwicklung oder diese Steigerung absehbar, dann muss ich Ihnen wahrsagerische Fähigkeiten unterstellen. Keiner konnte 2008 wissen, wie sich diese Anzahl der Krisen auf der ganzen Welt entwickeln. Ich habe in der Notsituation schnell und entschlossen gehandelt. Und zwar mit den Regierungen, mit den Kommunen und mit der Wohlfahrtspflege, mit allen Verbänden zusammen. Und ich kann nur sagen, es war alles ein motiviertes, engagiertes Vorgehen von allen miteinander. Noch Ende Oktober gibt es Erleichterung für die Erstaufnahmelager in München und Zirndorf. Dann will man in Regensburg eine Zweigstelle mit 250 Plätzen eröffnen. Des Weiteren ist für jeden Regierungsbezirk eine Erstaufnahmeeinrichtung geplant. Für Mitte 2015 kann man in Bayreuth damit rechnen und in Augsburg sollen die ersten Asylbewerber ab der zweiten Jahreshälfte 2015 aufgenommen werden können. Ansonsten noch in Deggendorf und in Schweinfurt. Insgesamt will man aber die derzeit 3.500 Unterkunftsplätze in Bayern noch bis Jahresende auf 6.600 aufstocken. Immerhin, erste Erfolge in Sachen Unterkunft konnten bereits jetzt schon erreicht werden. Nach einem kurzen Telefonat mit Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen darf eine alte Kaserne bei Ingolstadt umfunktioniert werden. Aber nicht nur den Sozialausschuss beschäftigt die Thematik, nein, der gesamte Landtag hatte die Asylpolitik in der Sondersitzung behandelt. Die Maßnahmen der Staatsregierung setzen genau an der richtigen Stelle an. Zum einen Solidarität mit den Asylsuchenden, auf der anderen Seite der Ansatz, eben die Fluchtursachen in den Herkunftsländern zu bekämpfen und natürlich auch noch als dritte Säule, dass bestehende Asylgesetze konsequent angesetzt werden, angewandt werden und auch gegebenenfalls angepasst werden. Ich meine, es ist schon erforderlich, darauf hinzuweisen, dass dieses Thema, dass Tausende von Menschen in Bayern Zuflucht suchen, nicht über Nacht über uns hereingebrochen ist, sondern dass man es schon seit Jahren, jedenfalls seit Monaten erahnen konnte und dass die Staatsregierung und im Speziellen auch die CSU-Fraktion alle Mahnungen der Opposition, sich doch darauf einzustellen, dass viele Menschen kommen werden aus Syrien, aus dem Irak, aber auch aus anderen Gegenden der Welt, immer zurückgewiesen worden sind, sei kein Problem. Und noch vor einem Jahr hat sich die CSU dagegen gewehrt, weitere Erstaufnahmeeinrichtungen in Bayern zu schaffen. Wenn nun heute auch die Einsicht gekommen ist, dass wir deutlich mehr Erstaufnahmeeinrichtungen sehr schnell brauchen, dann freut uns das. Leider kommt es sehr spät. Und ist es so, dass die Kommunen gefordert sind, die Landratsämter, die Städte und Gemeinden, jetzt ganz schnell weitere Unterkünfte zur Verfügung zu stellen? Also ich sage noch einmal, es ist gut, dass auch die Staatsregierung jetzt die Dimension des Problems erkannt hat. Und ich hoffe, dass jetzt auch ganz schnell Abhilfe geschaffen wird. Das war wieder Plenum TV, das Magazin für die Oberpfalz. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.